Tom's Talk Time, Folge 509. Sich an kleinen Dingen zu freuen. TomsTalkTime.com, der Erfolgspodcast. Inspiration für deinen persönlichen Erfolg. Von und mit Tom Kaulitz. Hallo Podcast Nation, ich begrüße dich heute aus dem sonnigen Mexiko und meine Leitung geht gar nicht allzu weit weg, sondern die bleibt nämlich hier in Mexiko. Genauer gesagt geht es runter in den Süden des Landes, an der Grenze zu Guatemala. Bei mir im Interview ist heute ein total durchgeknallter, verrückter Typ, nämlich der Robbie Clemens. Robbie, schön, dass du heute dabei bist. Hallo, liebe Grüße. Hallo Robbie. Durchgeknallt und verrückt. Ich glaube, das ist das, was dich wahrscheinlich mit zwei Worten beschreibt. Ich versuche trotzdem ein paar mehr Worte zu nehmen, damit auch unsere Zuhörer wissen, warum ich genau diese beiden Worte für dich gewählt habe. Du bist Extremsportler und du bist Unternehmer. Du hast unternehmerisch gesehen so ziemlich alles erlebt an Höhen und insbesondere auch an Tiefen, die man sich einfach nur vorstellen kann. Du bist wirklich ganz, ganz unten gewesen. Du bist richtig abgestürzt. Dich hat es in eine schwere Sucht reingebracht, schwerst alkoholabhängig. Und du hast dann daraus aber den Weg wieder rausgefunden durch Sport. Du läufst, das ist momentan dein Leben und aktuell bist du nicht umsonst südlich von Mexiko, weil, was machst du aktuell? Du läufst nämlich mal eben, weil man ja sonst nichts zu tun hat, vom Nordpol zum Südpol und zwar jeweils immer in Marathondistanzen, also täglich, das heißt also für mich völlig wahnsinnig, was du da gerade leistest. Und über diese ganze Geschichte reden wir heute, das heißt über deine Hochs und Tiefs beim Unternehmertum, natürlich auch wie dieser Absturz sich zugetragen hat und auch ganz wichtig natürlich, wie du da rausgekommen bist und warum man überhaupt vom Nordpol zum Südpol läuft. Ist das so als Überblick über dich richtig? Ja, das kann man zusammenfassend so sagen, ja, kann man. Okay, gut, dann bin ich schon mal beruhigt. Robby, das war aber natürlich auch nur wirklich ein ganz grober Überriss über dich. Du bist echt ein cooler Typ. Erzähl mal kurz ein bisschen mehr was über dich, damit wir dich wirklich auch ein bisschen besser kennenlernen. Wer bist du privat und wer ist der Unternehmer oder der Businessmensch, Robby? Naja, als Privatmensch bin ich in erster Linie Familienmensch. Ich habe eine Familie, ich habe Kinder, ich habe Enkel. Ein Enkel ist jetzt erst im August geboren worden, schon wo ich auf der Strecke war. Mhm. Meine Enkelin Mathilda. Mhm. Das macht es natürlich nicht einfacher, wenn man unterwegs ist. Natürlich denkt man auch ein Stück weit an zu Hause. Das ist ja logisch, das ist ja klar. Aber ich erfülle mir ganz schlicht und ergreifend mit dieser Tour einen Traum. Nichts weiter. Mhm. Einfach nur einen Traum. Einfach nur einen Traum, okay. wenn wir über dein Business jetzt reden, was machst du jetzt aktuell beruflich? Also kann man das sagen? Weiß nicht, was ist dein Hauptberuf jetzt aktuell? Das ist immer ganz lustig, wenn ich Vorträge halte, kommen dann hauptsächlich immer ältere Leute und stellen die Frage, sagen Sie mal, Herr Clemens, so arbeiten. Also arbeiten tun Sie doch nicht mehr, oder? Komm mir bekannt vor, die Frage. Genau. Oder erkläre ich dann immer, ja, na, eigentlich ist es ganz toll, es ist ein Riesenprivileg, was ich hier machen darf. Dass ich einfach meine Träume umsetzen darf und das auch mein Beruf ist. Also ich schreibe Bücher, ich halte Vorträge und rede davon. Aber in erster Linie laufe ich einfach zu den Menschen. Das ist, wenn man das ausdrücken wollte, was ich tue, dann ist das, ich laufe zu den Menschen in dieser Welt. Mhm, okay. Das heißt, du bist wirklich jetzt, hast dich voll und ganz beruflich und privat im Laufen verschrieben? Ja, dem Laufen, ja, aber bei mir steht das Laufen gar nicht so im Vordergrund. Bei mir sind die Begegnungen mit Menschen das Wichtige. Meine Strecke bemesse ich nicht nach Kilometern, sondern meine Strecke bemesse ich nach den Begegnungen mit den Menschen. Mhm. Okay, ja gut, du hast dann natürlich auch dementsprechend Zeit. Man hetzt halt nicht durch, wie, keine Ahnung, als wenn man mit dem Auto, ich meine, wir kennen es halt selber, du fährst mit dem Auto dann einmal quer durch Mexiko oder durch die USA. Man ist schneller unterwegs und sicherlich auch ein bisschen erholsamer. Aber dadurch, dass man schneller ist, hat man natürlich auch viel weniger Kontakt zu den Menschen. Man ist einfach
man hat eine Wand dazwischen, im wahrsten Sinne des Wortes, und du eben nicht. Also ich glaube, man erlebt tatsächlich zwei total verschiedene Reisen. Die eine Reise ist die man zu Fuß unternimmt, und die andere, die man mit dem Auto unternimmt. Das ist kein Maßstab, ob das eine besser oder das andere schlechter ist. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das ist nur meine Wahl, zu Fuß unterwegs zu sein. Und durch die Langsamkeit der Bewegung nehme ich natürlich mit meinen Sinnesorganen viel, viel intensiver alles auf. Weil in der Langsamkeit nehmen deine Sinnesorgane einfach alles viel intensiver wahr, als wie in der Schnelle vom Prinzip her. Jetzt hat die ganze Geschichte mit dem Laufen, die hat ja eigentlich, müssen wir viele, viele Jahre zurückgehen, nämlich noch zu Zeiten, als die Mauer noch stand oder beziehungsweise dann, als sie dann gefallen ist. Du kommst ja aus den neuen Bundesländern, und das heißt, du bist aufgewachsen in der DDR und hast dort dann den Handwerksbetrieb deiner Eltern übernommen später. Was hat das dann im Endeffekt mit dir gemacht? Also wie war die Zeit damals? Ein bisschen muss ich korrigieren. Ich habe nicht den Handwerksbetrieb meiner Eltern übernommen, sondern von einem älteren Installationsmeister, dessen Kinder diese Firma nicht mehr weiterführen wollten. Und man muss wissen, dass in der DDR man sich als Handwerker neu nicht selbstständig machen konnte, sondern man konnte sich nur selbstständig machen, wenn man einen bestehenden Betrieb übernehmen konnte. Ja, und 1986 geschah das. Das war für mich wie ein Lottogewinn. Ich befand mich damals gerade in der Meisterausbildung, die auch in der DDR Pflicht war, um einen Handwerksbetrieb machen zu können, genau wie jetzt. Und für mich, wie gesagt, war das wie ein Lottogewinn, dass ich mich selbstständig machen durfte. Und ja, ab 86, ich glaube im Juni war das, habe ich losgelegt. Okay. Und dann lief's, also war auch ein größerer Betrieb, glaube ich, oder? Naja, für DDR-Verhältnisse war ein Handwerksbetrieb mit 3 oder 4 Beschäftigten schon mal groß, weil die meisten arbeiteten alleine als Installationsmeister oder Elektromeister oder was auch immer, waren die meisten Betriebe, die Inhaber, auch gleichzeitig die einzigsten Mitarbeiter. Und dadurch, dass ich meinen Meisterbrief gut bestanden hatte, konnte ich dann gleich Lehrlinge ausbilden und Mitarbeiter einstellen. Okay, das heißt, insgesamt hattest du dann wie viele Mitarbeiter ungefähr? Weißt du das noch so grob? Ach, na, bis zur Wende hatte ich dann letztendlich, waren wir 4, 5 Leute. Das war schon groß für DDR-Verhältnisse. Okay, genau, und dann kam die Wende und dann sind irgendwie ein paar nicht so schöne Sachen passiert, oder? Naja, zuerst sind wir, wie sich das dann rausstellte, expandiert. Dieses Wort kannte ich ja vorher nicht. Ich hatte dann über 100 Beschäftigte, weil ich hatte mir schon einen Namen zu DDR-Zeiten gemacht durch verschiedene Tauschgeschäfte. Wir nannten das Kompensationsgeschäfte. Ich war in der Lage, schon farbige Badewannen aufzutreiben und Waschbecken und Klobecken. Das war schon eine Sensation. Und nach der Wende kamen eben die Leute und wollten dann ein neues Bad oder eine andere Heizung. Wir haben ja viel mit Kohle geheizt. Dann war plötzlich Öl zusätzlich noch möglich. Ich erinnere mich, Bäder in Farben. Die Namen von der Farbe konnte man gar nicht aussprechen. Der damalige Renner war Bahama Beige. Okay. Geil. Okay. ja. Gut, das heißt, du hast... Erzähl weiter. Ja, und aufgrund dieser großen Nachfrage und unserer Qualität auch in der Arbeit gab es dann so viele Aufträge, dass ich innerhalb einer kurzen Zeit über 100 Beschäftigte hatte. Die ganze Infrastruktur musste ja geschaffen werden. Ne? Also wir haben dann Autos gekauft. Das gab es ja zu DDR-Zeiten in dem Sinne nicht. Da waren wir froh, wenn man so ein B1000 hatte oder ein anderes Fahrzeug, um was transportieren zu können. Und plötzlich war ja alles möglich. Ne? Die Monteure wurden ausgestattet mit dementsprechend Werkzeug, neue Produktionsmethoden. Das war schon sehr spannend, diese Zeit, muss ich ehrlich sagen. Und auch schön. Das glaube ich dir, ja. Aber dann gab es ja irgendwann, ging es dann, glaube ich, ein bisschen bergab mit der Firma, wo dann so die nicht so schöne Zeit stattfand, oder? Naja, das bezeichnen wir im Allgemeinen jetzt im Nachhinein als den Wilden Osten. Mitte der 90er Jahre mit über 100 Leuten konnte ich nicht nur für kleine Auftraggeber wie privat Kurt Schneider oder Helga Müller arbeiten, sondern ich musste an die großen Aufträge auch ran. Und da gab es ja in Leipzig diesen Baulöwen Schneider, nicht nur in Leipzig, aber eben
bei mir in der Nähe Leipzig, der viele, viele, viele große Häuser, Messehäuser, alles, die Mädlerpassage saniert hatte. Und wir waren dort mittendrin als einer der Auftragnehmer. Also da haben ja alle Handwerker für den gearbeitet. Egal ob Fliesenleger, Elektriker. Das Ende vom Lied war das, dass ja durch, wie wir alle wissen, jetzt kriminelle Machenschaften seitens Schneiders und auch der Banken, das muss man mal klipp und klar so sagen, alles geheim gehalten wurde, bis der große Knall kam. Wir als Handwerker hatten keine Chance zu reagieren. Ich habe dort 2,2 Millionen D-Mark verloren, unwiederbringlich. Und das war das Ende meiner Firma. Und da wir aber als Familie das Ganze privat betrieben hatten, haben wir auch alle gehaftet. Das bedeutete faktisch, ich habe dann alles versucht, mich dagegen zu stemmen, aber du bist dann in den Strudel drin und das ist wie, weißt du, wenn du in so Treibsand steckst, je mehr du dich bewegst, umso mehr gehst du unter vom Prinzip her. Ja. Also, oder versinkst du? Da war auch nichts zu machen dann. Also es war, du hast alles versucht und du kamst einfach dann nicht mehr raus. Nein, wir haben alles Mögliche versucht, neues Geld bei Banken und dergleichen. Manches wurde gewährt, manches nicht, aber wir haben uns immer nur weiter in den Strudel reinbewegt. Und letztendlich musste ich das anerkennen, dass das das Ende dieser Firma war. Ich habe dann, so hieß es damals, ja, die Gesamtvollstreckung angemeldet. Aber da wir privat gehaftet haben, wurden wir natürlich dann auch zur Verantwortung gezogen. Das bedeutet faktisch, mein Haus, das Haus meiner Eltern, wurde versteigert, Konten wurden gefändet, Gerichtsvollzieher ging bei uns ein und aus. Also wir haben wirklich all das, was man in diesem Zusammenhang erleben kann, auch erlebt. Was ist das für ein Gefühl, wenn du wirklich hier so ein Riesending also was richtig Großes aufbaust, aus dem Nichts ja mehr oder weniger? Ich meine, mit 4, 5 Leuten, das ist ja, du hast zwar gesagt, für DDR-Verhältnisse groß, aber wenn man das jetzt vergleicht mit über 100 Mitarbeitern, ist das ja eine kleine Klitsche. Du baust dann aus dem Nichts so was Großes auf, dann verlierst du es und dann verlierst du nicht nur das, sondern kommen noch hier Gerichtsvollzieher rein und nehmen dir dann auch noch, ich sage jetzt mal, den Kindern das Spielzeug weg, weil sie es den Gläubigern geben wollen. Wie fühlt man sich in dem Moment? Was passiert da mit einem? Naja, im Prinzip ist es ganz wichtig, dass man erkennt, dass man der Schuldige daran war. Also ich hätte jetzt auf Schneider zeigen können und sagen können, ja, der war es und andere waren es. Aber für mich ist ganz wichtig, ich war Chef dieser Firma und deshalb stehe ich in der Verantwortung da ganz vorn, muss die Verantwortung übernehmen. Und meine Verantwortung war eben auch die, dann alles zu verlieren. Das ist das Risiko eines Unternehmers, wenn er privat haftet. Andere Beispiele gibt's, da wären Betriebe ins Sand gefahren und die Leute, die das gemacht haben, die wären noch mit 10 oder 12 Millionen Euro abgefunden in der heutigen Zeit. Ja, das stimmt. Das war bei uns leider nicht möglich, weil wir das nicht hatten. Und zum anderen ist es eben so, wenn du dich privat selbstständig machst und es scheitert, gehst du eben auch im Ernstfall völlig unter. Und für mich persönlich, wenn ich alleine gewesen wäre, wäre das, ja, ich hätte das wahrscheinlich ganz anders überstanden. Aber das Problem war, dass meine Familie mitgerissen wurde in diesen Strudel. Man muss sich mal überlegen, meine Eltern haben 40 Jahre hart gearbeitet. Und durch mich haben die alles verloren, alles Materielle, alles weg, alles weg. Und das hat mich faktisch zur Verzweiflung gebracht. Ich hab mich geschämt, natürlich. Vor allen Dingen, es gibt auch Leute, die behandeln dich dann wie einen Aussätzigen. Du unterstützt Sportvereine mit Tausenden von Euro jährlich. Und wenn es dann nicht mehr geht, dann gucken dieselben Leute dich gar nicht mehr an und behandeln dich wie jemand, der einen Beststempel auf der Stirn hat. Okay, das ist natürlich kommt natürlich dann auch nur die menschliche Enttäuschung ziemlich dazu. Ja, ja, na, es ist aber auch ein Säuberungs, sagen wir mal, es ist also Freunde, die wir glaubten zu haben, hatten wir nicht, weil es war dann plötzlich keiner da, der uns geholfen hat. Zum Ende bleibt nur noch deine Familie übrig, die dir wirklich hilft. Deshalb kann ich nur sagen, Leute, ehrt eure Familien. Das ist der einzigste Punkt, wo man sich zurückziehen kann und die euch dann in schwierigen Situationen helfen. Seid froh, wenn ihr alle noch miteinander zusammenleben könnt und dürft. Gerade Eltern gehen dann natürlich immer recht früh, früher wie Kinder, logischerweise ist die natürliche Art und Weise der Dinge. Ja, das ist richtig. Das sind so die Dinge, die nimmt man als viel zu selbstverständlich hin, dass eben die Familie da ist, dass man Geschwister hat, Eltern, Kinder oder was auch immer, sondern und man sieht es nicht als diesen besonderen Rückhalt, den man dann auch haben kann. Ja, das ist völlig richtig. Jetzt könnte man ja meinen, okay, du hast jetzt alles verloren und jetzt bist du schon ganz unten und bist am Boden zerstört, aber immer wenn man denkt, es geht nicht schlimmer,
findet sich doch noch einer, der mit dem Hammer kommt und nochmal draufhaut. Was ist dann passiert? Naja, der Erkenntnis, dass ich ja 40 Jahre Arbeit meiner Eltern vernichtet hatte, habe ich dann angefangen zu trinken. Ich habe das einfach nicht überwinden können und dachte, ich finde Zuflucht im Alkohol. Und bin dann völlig abhängig geworden, habe im Delirium gelebt, war auf der Straße. Ja, meine Eltern und meine Frau, die haben mich des Öfteren Abend nach Hause geschleift, wenn dann die Nachbarn kamen und haben gesagt, euer Sohn liegt wieder irgendwo auf der Straße eingepinkelt, darum holt doch den mal nach Hause. Und das war eine ganz schreckliche Zeit, was ich meiner Familie da zugemutet habe. Das kann ich in 1000 Jahren eigentlich nicht wieder gut machen. Denn meine Kinder haben gelitten in der Schule, wenn die Probleme hatten, dann wurde eben klipp und klar gesagt, die sollen sich lieber um ihren besoffenen Vater kümmern, als wie hier den Lehrern Ratschläge zu erteilen. Autsch. Ja, das sind dann... Da kommst du nochmal mit der vollen Breitseite. Wie lang warst du in diesem Tiefpunkt drin? Also wie lange hat das alles so gedauert, diese Tiefphase? Gott sei Dank, dieses totale Abtauchen in den Alkohol, das war ein bisschen mehr wie ein Jahr. Und dann wurde mir durch einen Besuch bei meinem Hausarzt, der mich da mit zwei Backpfeifen in der Praxis empfangen hatte, deutlich gemacht, wenn ich weiter saufe, dann vernichte ich nicht nur meine Familie, sondern ich werde da wahrscheinlich dann auch zugrunde gehen daran. Das sind harte Worte, aber auch klare Worte. Und ich glaube, die braucht man in dem Moment auch, oder? Ja, weil selbst nimmt man ja gar nicht wahr, was man tut. Ne? Wenn die Leute dann sagen, Mensch, hast du schon wieder viel getrunken? Da sagt man, ach, wo, ich überhaupt nicht, gar nicht. Fast nichts, zwei Bier. Und im Hintergrund stehen 20 Flaschen oder irgend sowas. Und ja, das. Glaubt man das in dem Moment dann selber wirklich, dass man nur ein bisschen getrunken hat? Oder weiß man, dass man sich belügt oder auch die anderen belügt? Man ist Meister im Verdrängen. Also man ist Meister im Verdrängen und ist Meister im Besorgen von neuem Alkohol. Dem ist eigentlich alles übergeordnet. Okay. Ja. Okay, aber dieses, man verdrängt es zwar, aber das Bewusstsein ist, wenn man ehrlich zu sich ist in dem Moment, ist schon da oder auch nicht wirklich? Naja, so wie dieser Bewusstseinsschub kommt, bekämpft man den ja sofort wieder mit einem Strahl Alkohol, damit man wieder in eine andere Richtung denkt. Okay, macht Sinn. Ja, leuchtet ein. Also ich meine, macht keinen Sinn, aber die Erklärung macht Sinn. So, das meine ich damit. Ja. Cool. Und dann... Beziehungsweise bist du dadurch, hast du angefangen zum Laufen? Oder wie hat dich das dann zum Laufen gebracht? Weil ich meine, wenn man das jetzt so hört, diese Story, da denkt man ja auch von wegen, ach du Scheiße, der arme Robby, den hat's da aber jetzt richtig erwischt. Und jetzt auf einmal macht er hier Witze am Telefon, ist ein total lustiger Typ, rennt einmal um den Globus, rennt durch Kriegsgebiete, macht dabei Charity-Organisationen, macht auf das Leid von kriegsgeschädigten Kindern aufmerksam, und läuft jetzt mal eben vom Nordpol zum Südpol. Also, wie bist du dann zum Laufen gekommen? Was ist da passiert? Was hat Klick gemacht? Na, erstmal diese Backpfeifen, die ich in der Praxis bekommen habe vom Arzt. Und das muss irgendwie in die ganz hintersten Windungen meines Gehirns vorgedrungen sein. Und also, die waren nicht nur sprichwörtlich. Nein, er hat dir wirklich rechts und links eine gegeben. Aber genau. Geiler Arzt. So, und, cool. Ja, und irgendwie, ja, das hat es dann veranlasst. Ich habe dann versucht, mich zu erkundigen, wie komme ich da wieder raus? Und da war überall der Ratschlag, ja, du musst eine Entziehungskur. Das ist ja auch medizinisch der richtige Weg. Das hatte ich dann schon im Plan. Das wollte ich wirklich machen. Aber es war klar, die Erfolgsaussichten, die müssen nicht da sein. Also das kann genau auch so schief gehen, mitten in der Entziehungskur oder später. Ja. Und da kam dann, wie das, gut, ich glaube nicht an Zufälle, aber es kam jemand des Weges, der meinte, er kennt dich jemanden, der war auch alkoholabhängig und der hat sich ein paar Laufschuhe besorgt und ist losgerannt. Okay. Ich dachte mir, das klingt gar nicht so schlecht. Gegenüber einer Entziehungskur ist es eine sehr einfache Variante. Laufschuhe besorgen und losrennen. Das klingt schon sehr einfach. Ja. Das machst du. Habe ich gedacht. Naja, da habe ich mir die Laufschuhe besorgt, bin auf dem heimischen Sportplatz, das ist so eine Aschenbahn rundherum, eine Runde, bekanntlich 400 Meter,
Und ich dachte, ich werde da mal ein paar lockeren Trab absolvieren. Aber mit dem Loslaufen merkte ich schon, das wird nichts mit einer Runde. Hier kann ich froh sein, wenn ich eine halbe irgendwo hinkriege. Naja, ich habe 125 Kilo gewogen zu dem damaligen Zeitpunkt und war körperlich ja völlig körperlich und geistig völlig am Ende. Naja, und ich habe dann faktisch, ich bin jeden Morgen dann dahin gegangen und habe weiter versucht zu rennen. Wow. Und nach zwei Wochen habe ich dann meinen ersten Marathon geschafft. Für mich meinen Quatsch. Ersten Marathon, nämlich 800 Meter. 800 Meter. Und das will ich kurz erläutern. In meinen Vorträgen kommt dann immer wieder Leute, naja, Robby, ich laufe zwar auch, aber doch nicht so viel wie du und sowas. Und da erzähle ich dann immer die Geschichte meines ersten Marathons, den ich als ersten Marathon bezeichne, nämlich 800 Meter. Und da gucken die ungläubig und da sage ich, Leute, ihr müsst immer beachten, wo kommst du her oder wo kommt derjenige her? Mit welchen Vorzeichen ist der gestartet? Dasselbe Thema kann man umbrechen, wenn Leute bei einer Olympiade den dritten Platz belegen und sind völlig enttäuscht und sagen, so eine Scheiße, wie konnte das passieren? Es gibt Leute, die wären Fünfter. Für die ist das ein Riesenerfolg, weil die konnten bei Weitem nicht so trainieren wie ein anderer und kommen aus ganz anderen Ursprüngen her. Deshalb ist für mich das Thema Achtung und Respekt was ganz enorm wichtig ist. Naja, noch den zwei Runden habe ich eben nicht wieder oft gehört und bin weiter, bin gegen die Sucht faktisch angerannt und in dem Anrennen gegen die Sucht habe ich natürlich immer weiter rennen können. Nach einem halben Jahr, nach einem Jahr habe ich den ersten Halbmarathon absolviert und nach zwei Jahren meinen ersten richtigen Marathonlauf. Und ich habe ja dann an dem Tag, wo ich losgelaufen bin, an demselben Tag habe ich kein Alkohol mehr angerührt bis zum heutigen Tag, habe nicht mehr geraucht, also losgelaufen, nicht mehr geraucht und nicht mehr getrunken. Achso, geraucht hast du zu der Zeit auch stark dann, oder? Ja, na klar. Ich hatte so, das war, ich habe dann auch nicht das Geld gehabt. Da fängst du dann an, dir eine Pfeife zu besorgen, liest überall Kippen und die Kippen rollst du aus in die Pfeife rein und dadurch hast du dann immer was zu rauchen. Okay, krass. Okay, echt harte Story. Wie hat denn, als du angefangen hast zum Laufen, wie hat dein Umfeld reagiert? Also gerade jetzt deine Familie. Deine Frau, haben die sich gedacht, von wegen, was macht der jetzt gerade? Oder hast du denen gesagt, du willst jetzt der Sucht davonlaufen? Oder wie haben die reagiert? Also ich habe erst mal das Gespräch gesucht. Es ist natürlich alles sehr schwierig, weil du kannst dich kaum konzentrieren, weil durch den Alkohol säufst du dir ja das gesamte Gehirn weg vom Prinzip her. Man kann kaum Worte formulieren. Aber ich habe es dann dennoch versucht, habe ich erst mal entschuldigt, habe versucht darzustellen, dass ich jetzt was ändern will und ich auch die Verantwortung über all das übernehme, was passiert ist. Das halte ich für ganz, 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 ganz wichtig, dass man das tut. Klar hat da nicht keiner daran jetzt geglaubt, dass das auch hundertprozentig klappt, aber die waren erstmal froh, dass ich überhaupt was getan hatte. Und dann waren alle total begeistert und ich kann mich erinnern, als ich in den ersten Marathon eben lief, in Hannover war das habe ich bewusst ausgesucht, weil das zwei Runden sind. Ich dachte, wenn ich jetzt nicht eine Runde schaffe, wenn ich nicht alles schaffe, ich will auf keinen Fall in den Besenwagen ändern. Da kann ich immer noch unten Haupthaus nach der ersten Runde aussteigen, weißt du, und kann sagen, so, jetzt war's das. Aber ich habe mich dann durchgebissen und habe über 5 Stunden gebraucht. Das ist eine Katastrophe für Marathonläufer. Aber weißt du, darum ging's nicht. Als ich dann in das Ziel kam und meine Familie dort stand und wir geheult haben und allen liefen die Tränen da, weil nur wir wussten ja, was hinter dem steht, was da gerade passiert, welch ein Ereignis da gerade stattfindet. Ich kriege gerade wieder Gänsehaut, das vergesse ich mein Leben nie wieder. Ich wollte sagen, allein von der Erzählung merke ich gerade, wie ich so einen Kloß in den Hals kriege und schon leicht feuchte Augen. Allein die Vorstellung, das ist, wow. Danke für, also generell jetzt erstmal, dass du so offen darüber sprichst. Also das weiß ich echt zu schätzen und ich finde das richtig, richtig geil. Also bin dir sehr, sehr dankbar dafür. Also Hammer bis jetzt. Also mega. Vielleicht kann meine Geschichte auch anderen helfen, eben auch ein bisschen in ihrem Weg was vielleicht zu ändern, wenn es notwendig ist. Mit Sicherheit. Also ich glaube, jede Geschichte von jemandem, es gibt immer mehrere draußen, die gleichen Probleme haben. Und gerade dieses Thema Sucht oder auch Perspektivlosigkeit, wo es ja im Endeffekt bei dir auch drum ging, von wegen alles verloren und was mache ich jetzt? Und man versucht das Leid dann im Alkohol zu ersaufen. Ich meine, das ist kein Geheimnis, da bist du nicht der Einzige. Also da gibt's ja Hunderttausende oder Millionen von Menschen da draußen, die das Gleiche durchleben.
Wahnsinn. Marathon Hannover und dann Freudentränen, Chaka, wir haben es geschafft. By the way, wie lange brauchst du heutzutage für einen Marathon? Also wenn du einen normalen Marathon mal läufst, sowas total langweiliges jetzt, meine ich. Das ist nicht langweilig. Hut ab vor all denen, die Marathon laufen und sich da vorbereiten. Ich, meine schnellste Zeit war, glaube ich, mal 3,45 oder 46. Ich habe dann aber irgendwann mal für mich erkannt, dass das Laufen gegen Zeiten und auf so Wegen, die vorgegeben sind, dass es nicht mein Ding ist. Also für mich waren eben dann irgendwelche Läufe, die gar nichts bedeuteten, die aber für mich viel bedeuteten. 50 Kilometer da gerannt, 60 Kilometer da gerannt. Dann meine Frau, die kam ab und zu vorbei, brachte mir was zu essen und zu trinken. Die hat dann immer mal nach mir gesehen und ich rannte. Krass. Wie viel hast du gewogen, als du den ersten Marathon gelaufen hast? Du hast ja gesagt, du hast 125 Kilo gewogen, als du anfingst mit dem Laufen. Genau, dieses Gewicht ging ziemlich schnell weg. Also ich habe dann innerhalb von so einem Dreivierteljahr von 125 auf 80 Kilo. 80 Kilo ist so ein Gewicht, was ich jetzt immer über die Jahre halte. Mal das 79, mal 81. Das ist so mein Idealgewicht. Okay, ja. Wahnsinn. Streckenlaufen, hast du gerade gesagt, dass du das teilweise gar nicht so diese Megadistanzen für dich das Entscheidende sind oder irgendwelche Zeiten, sondern eher vielleicht die Strecken. Was war denn so einer der coolsten Läufe oder für dich wertvollsten Läufe, die du bisher so gemacht hast? Na, wertvoll sind eigentlich alle Läufe, weil ich mit vielen Läufen einfach anderen helfe. Es gibt diese Traumerfüllungen. Das ist, wenn ich um die Welt laufe oder hier vom Nordpol zum Südpol eben. Oder ich mache so speziell Charity-Läufe, wo ich in Benefiz-Gedanken vorn weg habe. Das war zum Beispiel 2003 bin ich mitten im Krieg mit einem Kumpel von Basra nach Bagdad gerannt für irakische Kinder. Alle Welt sprach davon, man müsse den Menschen helfen, die im Krieg geschädigt wurden. Die sprachen aber alle nur davon. Und wir haben dann gesagt, es kann doch nicht sein, dass alle nur reden, es muss doch mal jemand was tun. Und wir sind dann faktisch nach Damaskus geflogen, 2003, ein Kumpel und ich, René Gose, der ist übrigens vor ein paar Jahren mal Vizeweltmeister im 10-fach Ironman Triathlon geworden. Also genauso ein Verrückter wie ich. 10-fach Ironman Triathlon. Okay, gut. Ich gebe auf. Und wir sind dann nach Damaskus, von Damaskus dann nach Bagdad. In Bagdad hat uns jemand geholfen, nach Basra zu kommen. Und da sind wir dann von Basra nach Bagdad gerannt. Wir hatten da Geld von deutschen Unternehmen mit, deren Namen, oder das war ja auch so verrückt, ne? Ich will jetzt keine Namen nennen. Wir waren dort zur Absprache und haben die gesagt, hier, Robby, wir geben dir Geld mit für die Kinderorganisation, die du unterstützen willst. Ich sage, und wie machen wir das mit dem Branding? Da sagen die, was denn für ein Branding? Ich sage, du wollt ihr nicht aufs T-Shirt? Sag ich, bist du bekloppt? Wir gehen doch nicht auf das T-Shirt. Stell dir mal vor, du rennst dort, es ist Krieg. Jemand schießt dich in die Brust und unser Firmenlogo wird mit deinem Blut überdeckt. Wir machen doch da kein Branding. Da haben wir erstmal klar geworden, scheiße. Das ist ja tatsächlich... Ja, also lustig auf der einen Seite vom Hören, aber eigentlich gar nicht so lustig, wenn man da wirklich mal tiefer drüber nachdenkt, weil die haben ja damit recht, ne? Ich meine. Richtig, aber das kriegst du wirklich erst mit, wenn du wieder zurück bist, weil du bist so aufgeregt, du weißt, was da alles auf dich zukommt. Es könnte sein, dass du gar nicht bis dahin kommst, dass dich die Soldaten irgendwo unterwegs abfangen, weil es war ja alles auch streng reguliert im Irak, ne? Also es gab ja keine Macht mehr am Lande, Polizei und Armee. Es gab ja nur die dort Krieg geführt haben. Und die haben ja dort alles gesagt. Aber das hat niemand interessiert, was wir da gemacht haben. Ab und zu kam ein Jeep vorbei mit britischen oder amerikanischen Soldaten. Und die haben eben zum Ausdruck gebracht, ob wir wissen, dass gerade Krieg ist, was wir hier machen. Geil. Und wir hatten ja unsere bundesdeutschen Nationaltrikots an mit dem Adler auf der Brust. Und wir haben gesagt, ja, wir rennen eben hier auf irakische Kinder. Und so nichts passiert, gar nichts. Okay. Wollte ich fragen, wie haben denn die Kriegsparteien an sich auf euch reagiert? Weil ich meine, da laufen sie alle rum in Tarnklamotten und schwer bewaffnet und plötzlich laufen da zwei Jungs mit kurzer Hose und Joggingschuhen in der Mitte durch. Das ist ja nicht so alltäglich. Nee, so kann man das sagen. Aber wie das auf der ganzen Welt ist, die meisten wollten Fotos mit uns machen. Ach, echt? Also auch selbst mitten im Kriegsgebiet. Natürlich, die kamen mit den Jeeps an, wie du das kennst auch, wenn diese Hammer, kamen die an und erstmal ungläubig, ob wir nicht wüssten, was hier gerade los ist, dann haben wir das erzählt. Ja. Und
dann die crazy nur immer und angehalten raus und fotografiert und wieder weiter. Keine fünf Minuten später kam das nächste Auto, weil die konnten nicht glauben, was die anderen denen gerade erzählt hatten. Die wollten sich selber davon überzeugen. Ja, und dann, ja, es war nicht langweilig, weil ich ständig immer wieder Leute gab. Das glaube ich, ja. Mega. Also das ist echt, echt crazy, ja, um nochmal das auch nochmal zu bestärken. Was hat denn dieser Lauf jetzt für diese Kriegskinder, was hat denn der an Öffentlichkeit gebracht oder an Folgen gehabt? Ist dadurch was passiert? Also die wichtigste Folge war, dass wir eine Kinderorganisation unterstützen konnten. Du musst dir das so vorstellen, die hatten ja teilweise nicht mal 50 Cent für Mullbinden und Spritzenkanülen und da sind Kinder gestorben. So, und wir konnten mit dem Geld, was wir dort übergeben haben, die haben jahrelang konnte dort diese Kinderorganisation unterstützt werden. Wir hatten dort den Iraker, der das auch überwacht hat, dass es nicht dahin gelangte oder dorthin gelangte, sondern dass es wirklich nur dort blieb. Und das ist für uns das Entscheidende dabei, dass wenn wir helfen, tatsächlich auch jemand davon profitieren kann und nicht jemand, der sowieso schon 5 Millionen auf dem Konto hat, am Ende da auch das Geld noch kriegt. Ja, nee, klar, das auf jeden Fall. Okay. Also ich bin da teilweise echt ein bisschen sprachlos gerade von den Aktionen. Also ich finde die echt richtig geil und da gehört natürlich auch einiges an Mut zu, das einfach zu machen. Auch wenn du sagst, das sieht man in dem Moment vielleicht gar nicht, aber das sind schon einige Sachen. Wie hat denn deine Familie darauf reagiert, als du sowas gemacht hast? Ich meine, einfach nur Langstreckenläufe zu machen durch Friedensgebiete, egal wie bescheuert die Strecken sein mögen, ist ja noch eine andere Nummer, als durch Kriegsgebiete zu laufen. Naja, wenn ich ehrlich bin, wir haben das überhaupt niemandem erzählt. Wir haben gesagt, wir fahren ins Trainingslager, René und ich. Die waren dann bloß überrascht, als im Fernsehen plötzlich über den ARD-Korrespondenten diese Berichte liefen, dass zwei verrückte Deutsche gerade durch den Irak mitten im Krieg rennen. Und da waren die dann völlig überrascht, als wir dort waren. Und da haben wir dann mit Satellitentelefon nach Hause telefoniert und haben dann immer Bescheid gegeben, dass die sich keine Sorgen machen brauchen. Und es war schon auch ein Stück weit unverantwortlich von uns. Das muss man klipp und klar sagen. Gegen unsere Familien werden die einweihen müssen. Aber zu der Aktion stehe ich heute noch. Das war ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Wir haben auch heute noch Kontakte in den Irak. Also ich bin immer froh, wenn ich anderen Menschen helfen darf, egal ob das in Deutschland ist oder auf der Welt. Denn wir empfinden alle gleich. Weißt du, wenn ich hier in Mexiko jemand fürs Schienbein trete, dann hat er die gleichen Schmerzen als wie den ich in Deutschland und in den USA fürs Schienbein trete. Über Emotionen und Gefühle gleichen wir uns auf der ganzen Welt. Ja, das müssten mehrere Menschen das so verstehen und vor allen Dingen einfach mal Menschen in höheren politischen Ebenen, die müssten genau dieses Beispiel einfach mal hören, dass sie das kapieren. Dann wird es, glaube ich, viel weniger Elend geben, viel weniger Kriege. Aber gut, das ist wahrscheinlich nur ein Traum, der schon so alt ist wie die Menschheit selbst. Die Frage ist, ob wir den irgendwann mal wirklich erreichen können. Ich glaube das fest, Tom, weil, guck mal, gerade wenn wir jetzt wir beide uns mal sehen, ja, es ist natürlich ein Riesenprivileg, dass wir reisen dürfen. Ja. Aber wir haben natürlich da auch eine gewisse Bewusstseinserweiterung. Wir lernen eben auch die Menschen nicht als Fremde kennen, sondern eben auch als tolle Freunde zum Beispiel. Ich habe hier so viel fremde Menschen kennengelernt und wenn ich dann weggehe, hinterlasse ich Freunde. Und gerade das ist so faszinierend. Und ich denke schon, dass wir nicht sagen können, wir können nichts ändern oder sowas. Jeder kann in seinem persönlichen Umfeld natürlich was ändern. Das auf jeden Fall. Das sind kleine Dinge, das sind ganz kleine Dinge, die man da einfach ändern kann. Und wenn es nur ein Lächeln ist, das man jemand anderen schenkt. Ja, nein, also da bin ich voll und ganz bei dir. Das war jetzt vorhin eigentlich mehr auch gemeint, dass auch auf größerer, auf höherer politischer Ebene, dass die Leute sich einfach mal ihr scheiß Ego mal an Haken hängen sollen und sich mal wieder wie erwachsene Menschen benehmen und nicht wie kleine Kinder von wegen, der hat mir mein Schäufelchen genommen, jetzt hau ich dem eins drüber oder werf dem Sand ins Gesicht oder so. Weil so reagieren ja unsere Politiker und da will ich auch gar nicht auf einen bestimmten zeigen oder so, sondern das ist völlig egal, ob wir da von Russland, Deutschland, Frankreich, USA, Iran, Irak, ich glaube, da sind alle gleich, scheißegal wo auf der Welt. Ich glaube, die einzige Chance, um da wirklich
mehr Frieden und mehr ja, Liebe auf in unter den Menschen zu bekommen, ist genau diese Wege, was du gerade gesagt hast, dass man von innen heraus, dass der kleine Mann, Leute wie du und ich, dass wir einfach anfangen und natürlich auch andere Reisende, ja, ein Lächeln schenken, einfach fremde Kulturen kennenlernen. Denn du kannst nur das lieben, was du auch kennst. Alles, was fremd für dich ist, wird immer so ein bisschen mystisch und vielleicht sogar gefährlich sein und man wird davor Angst haben. Aber wenn man es einmal kennt, dann ist das cool. Sehe ich genauso. Da hatten wir auch im Vorgespräch so kurz drüber gesprochen vor dem Interview, wie viele Warnungen du erhalten hast, durch Mexiko zu laufen und wie oft du schon statistisch gesehen hättest jetzt umgebracht und überfallen werden müssen und so, ne? Aber genau das ist es ja, ja. Du kommst in ein Land mit einer Voreinstellung, wo du denkst, an jeder Ecke ist ein Pistolero oder Dinero, also ein Überfall passiert, weil man hat es dir regelrecht prophezeit. Dann kommst du über die Grenze und das Erste, was du siehst, sind Polizeiautos mit schwer bewaffneten Soldaten. Und dann läufst du in den ersten Ort rein und auf einmal ist da so eine Herzlichkeit von den Menschen da. Also das ist einfach unbeschreiblich und das bewegt mich und berührt mich eben. Deshalb... Ich kann es nur nochmal wiederholen, bemisst sich meine Strecke nicht nach Kilometern, sondern einfach nach den Menschen, die ich treffen darf. Und das ist hier in Mexiko völlig unerwartet, weil ich mit einer anderen Einstellung hier reingegangen bin. So fantastisch für mich. Ich habe so viele fremde Leute kennengelernt und hinterlasse hier wirklich richtig tolle Freunde in Mexiko. Ja, das glaube ich dir, ja. Das ist echt schön zu hören und dass auch andere genau die gleichen Erfahrungen machen, wie wir sie gemacht haben. Und ja, hoffentlich kommen da noch viele, viele mehr. Ich glaube, das war das nicht Humboldt, der irgendwo von dem dieses Zitat kommt? Die gefährlichste Weltanschauung ist die von denen, die Welt nicht angeschaut haben oder irgendwie so sinngemäß. Könnte von Humboldt sein, ja. Genau, cool. Okay, jetzt sind wir natürlich ein bisschen abgedriftet. Jetzt muss ich kurz wieder überlegen, dass ich wieder den Faden zurückfinde. Sorry. Nein, um Gottes Willen. Das, genau das, finde ich, machen eigentlich die Interviews auch aus, dass wir dann nicht stur nur irgendwelchen Fragen durchgehen, sondern einfach die Geschichten halt auch kennenlernen. Überlegen, wir hatten über dein Hochtief gesprochen, über die verschiedenen Läufe, genau, wie du zum Laufen gekommen bist. Über deinen Fehler im Endeffekt, ja, als Unternehmer auch. Du hast ja damals gesagt, dass du diese Verantwortung übernehmen musstest. Genau, vielleicht das noch kurz. Wolltest, genau. Und auch übernommen hast dann. Vielleicht dann noch kurz zu dem Thema Fehler, wenn wir nochmal diesen Sprung zurück zum Unternehmertum machen. Du hast ja gesagt, es war ungefähr, so hast du dich ausgedrückt, auch mit deine Schuld, weil du das irgendwie nicht ganz überrissen hast, weil du warst der Chef der Firma und so weiter. Wie hättest du hättest du diesen Fehler vermeiden können, diese Pleite durch diese Betrugsmaschinerien hier mit Schneider und Co.? Hättest du das abfedern können? Ja. Das hätte ich abfedern können, indem ich faktisch in der Gier immer mehr haben zu wollen, immer mehr Geld haben zu wollen, indem ich da einfach ein bisschen bescheidener gewesen wäre und vielleicht mit 4-5 Leuten gearbeitet hätte. Und sagen wir mal, die 4-5 Leute, da wäre das Risiko nicht so groß gewesen, denn dann hätte ich für die kleinen Leute arbeiten können, für Familien, und die haben ihre Rechnung immer bezahlt. Und das ist ganz einfach eben das, wo ich heute sehr stolz drauf bin und versuche jeden Tag mir das zu erhalten, mich an kleinen Dingen zu freuen. Ja? Mhm. Weil die kleinen Dinge, die machen doch das Leben eigentlich erst aus, wie das Lächeln, was wir vorher schon mal kurz besprochen hatten. Und wenn ich der Gier des Geldes nicht nachgegeben hätte und wäre dem hinterhergejagt, ich will jetzt um Gottes Willen nicht sagen, dass ein Unternehmer nicht erfolgreich sein soll und dass er nicht expandieren soll, wenn sich die Möglichkeit bietet. Aber man muss immer im Kopf ein gewisses Maß an Realisierbarkeit haben. Natürlich Träume verwirklichen oder eben doch immer wieder neue Stufen erklimmen, Schritt für Schritt. Aber
das war einfach nicht Schritt für Schritt, was ich gemacht habe. Ich habe faktisch den fünften Schritt vor den ersten gemacht. Ja? Okay. Und das war einfach das Problem, dass ich dann nur das Geld gesehen habe und einfach nichts anderes, auch die Gefahr gar nicht erkennen wollte, wobei die auch niemand anders erkannt hat. Aber dennoch sei ich einfach mal bescheidener gewesen, wäre das mit Sicherheit nicht in dieser Gänze passiert. Ja, ja. Ja, okay, verstehe ich, was du sagst, wobei ich glaube, dass ich glaube, bei Menschen wie bei dir, so wie ich das jetzt hier aus dem Interview einfach raushöre, ich glaube, da ging es auch damals nicht wirklich um das, oder andersrum gesagt, wenn du damit richtig viel Geld gemacht hättest, glaube ich, hättest du mit dem Geld auch richtig viel Gutes getan. Ich glaube jetzt nicht, dass du einer gewesen wärst, der sich dann hier ein Porsche neben dem anderen in die Garage stellt und seine Zigarre mit $100-Schein anzündet oder so, sondern ich glaube, du wärst jemand, auch da hättest du viel von dem Geld einfach wieder zurückgegeben und andere Dinge mit unterstützt. Von daher ist das immer so eine Sache, wo sind die eigentlichen Beweggründe? Und ich glaube, du bist vom Kern aus, bist du einfach ein guter Mensch, allein aus dem, wie du erzählst, was für dich einfach wichtig ist. Und das wäre mit dem Geld, wäre das genauso gewesen, nur halt anders. Aber ja, weißt du, was ich meine? Man muss, das weiß ich ganz klar. Man muss natürlich auch sagen, was ich alles jetzt hier erzähle, das ist ja auch nur meine bescheidene Sicht der Dinge. Ich kann auch nur jetzt meine Meinung hier wiedergeben. Das ist keine allgemeine Meinung, die für alle Menschen dieser Welt zutrifft, sondern das ist halt einfach nur meine persönliche Sicht der Dinge. Ja. Hast du es denn mal auch so Tage, egal ob jetzt beim Laufen oder bei anderen Dingen, wo du einfach mal keinen Bock hast, wo du sagst, boah, irgendwie heute, keine Ahnung, heute ist ein Scheißtag. Na, Scheißtage gibt's, aber letztendlich ist es nicht so, dass sie sich bei mir mit Motivationsproblem irgendwo ausdrücken, sondern du erlebst ja jeden Tag immer wieder was Neues auf der Straße. Es passieren ja immer wieder Dinge. Entweder lernst du Leute kennen oder irgendwelche tollen Autos oder Landschaften oder irgendwas passiert ja immer von der Sache her. Wenn du einmal auf der Straße stehst, dann öffnet sich ja der Kinosaal für dich. Ja, dann geht der Vorhang auf und du läufst offenen Herzens in die Welt hinein. Und wenn du die Dinge so siehst, wie ich sie eben halt sehe, dass das für mich einfach ein riesengroßer Lernprozess täglich ist, den ich mache. Nicht nur, dass ich Sprachen lerne und immer wieder neue Menschen kennenlerne, sondern dass ich eben doch immer bereit bin, alles in mich aufzusaugen, was für mich interessant erscheint, dann bleibt es einfach vom ersten bis zur letzten Stunde spannend. Okay. Das heißt, wenn du einfach mal keine Lust hast, machst du es einfach trotzdem? Also gehst du das praktisch mit Disziplin dann ran oder wie motivierst du dich dann? Also mit Disziplin hat es weniger zu tun. Es ist halt einfach so, letztendlich sollte man nicht das weite Ziel, den Südpol jetzt als den bestimmten Punkt sehen. Aber letztendlich ist es so, dass ja der Südpol tatsächlich ruft für mich, nach mir. Und das ist dann immer der Punkt, wo ich sage, Mensch, du willst dahin und es ist dein Traum. Dich hat niemand dazu gezwungen, das zu tun. Du wolltest das letztendlich alleine. Du hast gesagt, du willst das machen. Und von daher ist es eben total, was dann eben doch hilft, wenn wirklich mal, sagen wir mal, wenn es schwierig ist, rauszugehen, aus welchen Gründen auch immer, dann hilft mir Musik. Also dann haue ich mir Musik in die Ohren rein und nach 10 Minuten, Viertelstunde, nach dem zweiten oder dritten Titel, dann ist alles erledigt. Okay, was für Musik? Einfach so vom Interesse, so richtig so Hardcore-Metal, was dich vorpusht oder eher was Langsames oder Klassik? Was hörst du dann so? Ja, ich bin ein Typ, schon alleine durch die Freundschaft zu Rammstein, der dann doch in dieser Richtung eher unterwegs ist. Metallica, Rammstein, AC/DC. Das passt einfach von der Schrittfolge her, weißt du? Wenn du dir die Titel mal vorstellst, dann kannst du dir auch vorstellen, dass es vom Rhythmus her sehr zum Laufen passt. Okay, stimmt. Da ist dann Céline Dion eher weniger geeignet. Zum Beispiel. Da kommt es wahrscheinlich erst in 10 Jahren an oder so. Cool. Ja. Robby, es ist mega. Ich sehe gerade die Zeit, die rennt hier echt schon in diesem Interview. Daher würde ich jetzt gerne mit dir zu unserer Blitzlichtrunde kommen. Hier stelle ich dir eine Reihe von Fragen und deine Aufgabe steht jetzt darin, möglichst schnell, spontan und kurz, also wenn möglich mit einem einzigen Wort oder einem einzigen Satz zu antworten. Bist du bereit?
Ja. Okay, los geht's. Was hat dich ursprünglich davon zurückgehalten, Unternehmer zu werden? Die äußeren Umstände. Was war der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast? Sich an kleinen Dingen zu freuen. Was ist deine größte Stärke als Unternehmer? Visionen und Träume zu haben. Was ist deine größte Schwäche als Unternehmer? Manchmal zu schnell zu sein. Wie oder womit kann man dich am besten beeindrucken? Nochmal, ich konnte das jetzt akustisch nicht. Wie oder womit kann man dich am besten beeindrucken? Mit Dingen, die mir ans Herz gehen. Was war der wichtigste Schritt, der dich zum Erfolg gebracht hat? Mein erster Schritt im heimischen Stadion nach der Alkoholsucht. Das dachte ich mir fast, ja. Mit wem würdest du, egal ob lebend oder tot, gerne mal ein Kamingespräch führen und über welches Thema würdest du mit dieser Person reden wollen? Mit Tom Hanks. Das Thema ist Laufen. Vervollständige den Satz, Erfolg bedeutet für mich? Eher alles mit dem Herzen zu sehen, als wie mit den Augen. Welche Internet-Resource hat für dich persönlich einen hohen Mehrwert? Zurzeit Google Maps. Welches Buch liest du aktuell oder hast du als letztes gelesen? Worum geht's darin und kannst du es empfehlen? Natürlich in meinem eigenen. Okay, das lautet? Ich lauf dann mal los. Okay, und ganz kurz in ein, zwei Sätzen, worum geht's darin? Also was ist der Inhalt des Buches? Meine Geschichte. Von A bis Z, ohne zu beschönigen, sondern klipp und klar und glasklar zu erzählen, was mein Leben bisher war. Podcast Nation, das Buch verlinken wir natürlich in den Shownotes. Und wenn du auf Hörfutter stehst, dann hol dir jetzt gleich dein kostenloses Hörbuch auf tomstalktime.com/audiobooks. Dort kannst du dir fast jedes Audiobook im kostenlosen Probeabo runterladen. tomstalktime.com/audiobooks. Was ist dein größter bisher unerfüllter Lebenswunsch? Also, ich würde gern mal auf dem Mond den Marathon rennen. Okay. Okay, interessant. Gut, brauchst du eine Bleiweste für und eine große Sauerstoffflasche. So sieht's aus. Ja, aber wer weiß, ich meine, vielleicht kommt sie noch irgendwann. Cool, Robby, für den Abschluss von unserem Interview habe ich mir noch eine ganz spezielle Frage ausgedacht und bin echt nochmal auf deine Antwort gespannt. Welche drei Tipps würdest du deinem 30 Jahre jüngerem Ich mit auf den Weg geben? Und warum genau diese? Liebe das, was du tust. Sei authentisch und achte und respektiere die Menschen. Wow, geil. Ein perfektes Schlusswort. Robby, es hat echt einen Riesenspaß gemacht, dir zuzuhören. Deine Story echt, also selten sowas Inspirierendes gehört wie bei dir. Gib unserer Podcast Nation doch noch einen letzten Tipp mit auf den Weg und dann sag uns auch noch kurz, wie wir dich am besten erreichen können, wo wir mehr über dich erfahren und wo wir auch deine aktuellen Aktionen verfolgen können. Also das Übliche, meine Homepage, dann auf Facebook, auf Twitter, auf YouTube oder eben auch auf Instagram. Da poste ich immer neueste Meldungen von mir und von dem, was ich tue. Von da würde ich mich über neue Follower oder Kanalabonnenten, wie das dann bei den jeweiligen Netzwerken auch immer heißt, sehr, ja, sehr freuen. Über eine rege Diskussion natürlich auch. Okay, sehr, sehr geil. Wie können wir dich oder kannst du Unterstützung auch gebrauchen bei deinen Läufen? Also ich weiß nicht, wie das bei dir sponsorenmäßig ausschaut. Hast du noch Platz für so ein, zwei Sticker irgendwo auf der Brust, falls jetzt jemand sagt, Mensch, geiler Typ, geile Projekte, will ich gern unterstützen? Oder hast du da schon feste Sponsoren, wo du sagst, nee, ich bin schon völlig ausgebucht? Ich habe drei feste Sponsoren. Jetzt kannst du dir ja vorstellen, dass da noch genug Platz ist für ein Branding. Okay. Wir haben ein Crowdfunding-Projekt aufgelegt. Wenn ich von mir rede, ist das immer nur meine Familie. Ein paar Freunde, die das nebenbei machen, mich zu unterstützen, neben ihren eigentlichen Beruf. Ja, das könnte man machen, weil um den Südpol zu erreichen, brauche ich nochmal richtig viel Geld. Das ist richtig teuer. Die Infrastruktur, die man da bezahlen muss, weil ohne geht nicht, das kostet nochmal viel Geld. Und deshalb habe ich dieses Crowdfunding-Projekt aufgelegt, in der Hoffnung, dass ich da das, was ich benötige, zusammenkriege. Okay, cool. Das verlinken wir natürlich dann
auch nochmal mit. Und ja, wenn sich jemand als berufen fühlt und sagt, Mensch, ich habe hier irgendwie geile Produkte oder was auch immer, um den Robby zu unterstützen, das heißt dann einfach einen Kontakt über robbyclemens.de mit dir aufnehmen, richtig? Korrekt, so ist es. Also jeder ist willkommen und egal was auch immer, mir hilft momentan alles weiter. Man muss nur drüber reden und ich denke, da findet man immer eine Lösung. Okay, sehr cool. Podcast Nation, du weißt ganz genau, dass du alle wichtigen Infos und Links zu unserem heutigen Interview auf tomstalktime.com finden kannst. Gib einfach die Episodennummer 509 in das Suchfeld ein oder eben den Namen Robby Clemens. Dann kommst du sofort auf die passende Seite zu unserem Interview mit allen Links. Wir verlinken natürlich auch das Buch vom Robby und ja seine Website und so weiter. Alles mit rein. Schau dir auf jeden Fall die Seite an, robbyclemens.de. Super geile Stories drauf, geile Fotos von seinen Aktionen, wie er da, was weiß ich, hier mit seiner voll verschneitem Gesicht mal wieder irgendwo durch eine Eiswüste läuft oder was auch immer. Ich find's richtig geil. Abonniere ihn auch auf Facebook und du weißt ganz genau, heutzutage kann man viel über Social Media erreichen. Das heißt, wenn du dieses Interview dann auch teilst, glaube ich, da hilfst du dann auch Robby mit seiner Story, seiner Vision und auch den vielen kleinen Projekten, die ihr damit unterstützt. Mich würde es auf jeden Fall riesig freuen, wenn du das tun würdest. Robby, bei dir sage ich nochmal vielen, vielen Dank, dass du so viel Zeit genommen hast, mit uns dein Wissen, deine Erfahrung geteilt hast. Die Podcast Nation grüßt dich und ich würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann mal im wahrsten Sinn des Weges über den Weg laufen würden. Da bin ich fest davon überzeugt, im Leben trifft man sich immer mehrmals. Das ist richtig. Robby, vielen, vielen Dank, dass du hier warst und mach's gut. Ciao. Vielen, vielen Dank. Ciao. Tschüss. Vielen Dank, dass du heute wieder beim Erfolgspodcast dabei warst. Komm rüber auf unseren Blog tomstalktime.com und schau, was wir dort noch Schönes für dich haben. Kostenlose Trainings, die Top-Buchempfehlungen unserer Interviewpartner und noch vieles mehr. Und wenn du jetzt eine Idee hast, wen du mit dieser Episode inspirieren könntest, dann hilf mir, diese Goldstückchen zu verbreiten und leite ihm den Link zur Episode jetzt doch einfach weiter. Und zu guter Letzt denke immer daran, wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe. Ciao, dein Tom.